Vielleicht kennen Sie sie ja, die Vortragsreihe im Umweltbundesamt mit Fachvorträgen zu gesundheitlichen Themen. 4 Vorträge wurden im letzten Jahr angeboten. Nach jeder Veranstaltung werden Zettel gereicht, auf denen jeder Teilnehmer seine Meinung und sein Wunschthema schriftlich festhalten darf. Die Vortragsreihe Unser Thema, Ihre Gesundheit wurde vom Runden Tisch für Gesundheit ins Leben gerufen. In dem Jahr 2012 sind wir sehr zufrieden. Also es hat eine Veränderung gegeben. Wir haben bisher immer im Umweltbundesamt in einem kleineren Raum die Veranstaltungsreihe angeboten. Der Besucheransturm hat dafür gesorgt, dass wir jetzt in den Hörsaal des Umweltbundesamtes umgezogen sind und haben zum Teil Besucherzahlen von 70 bis über 100 Leute. Die Fachvorträge sind im Übrigen für alle Besucher kostenlos. Lediglich um eine Spende wird gebeten. Mit dem freiwilligen Gesundheitseuro wird dann die Selbsthilfearbeit in Dessau-Roßlau unterstützt. Am Dienstag konnten so 230 Euro an Brunhilde Baureis übergeben werden. Also wir als Runder Tisch für Gesundheit möchten gerne die Selbsthilfegruppenarbeit unterstützen. Die Selbsthilfegruppenarbeit ist unerlässlich. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Menschen, die Hilfe suchen und die auch gerade in den Selbsthilfegruppen eine Vielzahl von Unterstützung erhalten. Und die Kontaktstelle vereint unter ihrem Dach mittlerweile über 60 Selbsthilfegruppen, unterstützt sie regelmäßig. Und diese Arbeit möchten wir natürlich als Runder Tisch dann fördern. Und wir haben uns das überlegt, im Rahmen der Veranstaltungsreihe diesen Gesundheitseuro einzuführen, die Bürger zu bitten, ja, diesen für die Kontaktstelle zu spenden, und nach den Vorträgen holen wir uns diesen Euro dann immer mit her und ja, werden da unterstützt auch. Die Vortragsreihe ist nicht die einzige Veranstaltung, die vom Runden Tisch koordiniert wird. Im letzten Jahr wurde erstmals zum Dessau-Roßlau Gesundheitstag eingeladen. Auch den wird es 2013 erneut geben. Ein Thema wird dann Demenz sein. Der Runde Tisch setzt sich aus dem Gesundheitsamt der Doppelstadt, 2 Krankenkassen, dem städtischen Klinikum, dem Diakonissenkrankenhaus und einer Apotheke zusammen. Die Vernetzung steht natürlich an allererster Stelle, dass wir wissen, was in welchem Bereich an Veranstaltungen laufen, was an Aktionen sind, was aber auch die aktuellen Entwicklungen sind. Dass wir natürlich auch auf die aktuellen Entwicklungen in der Bevölkerung eingehen können, auf die Wünsche, auf die Bedürfnisse, die holen wir uns durch die Rückmeldung der Veranstaltungsreihe und lassen uns die Meinungszettel geben, um auch wirklich auf die aktuellen Ereignisse eingehen zu können. Im Veranstaltungsfahrplan für 2013 stehen neben dem Gesundheitstag erneut 4 Fachvorträge. Den Auftakt macht die Internistin und Kardiologin Dr. Med-Karin Rübak am 27. März unter dem Titel Neues aus der Kardiologie.